So, für den nächsten Vortrag würde ich gerne ein bisschen ausholen. Wir begrüßen gleich Professor Bernhard Dotzler, Ordinarius am Lehrstuhl Medienwissenschaft hier an der Universität Regensburg. Auch hier gibt es eine länger zurückreichende Geschichte. Beim letzten Festival gab es eine Abschlussfinissage, an der schon eine Mitarbeiterin von Professor Dotzler sprach, die Silke Rösler-Keilholz, hat dort die Finissage mit einem interessanten Beitrag bereichert. Und so entstand der erste Kontakt zum Lehrstuhl für Medienwissenschaft und war für uns Grund genug, daran festzuhalten, weil wir natürlich diesen übergreifenden Diskurs Medienwissenschaft, Bilder, Kunst, Philosophie und so weiter, wie ich es jetzt schon mehrfach erklärt habe, gerne weiterführen wollten. Das hatte dazu geführt, dass jetzt für 2020 wir den Kontakt intensiviert haben und Professor Dotzler mir die Gelegenheit gab, im Rahmen eines Lehrauftrags dieses Festival mit den Studierenden quasi vorzubereiten. Deswegen haben wir das große Glück, mit den vielen engagierten Studierenden hier zu arbeiten. Und natürlich war auch Sinn und Zweck der Idee, einen Vortrag vom Professor Dotzler hier präsentieren zu können. Das werden wir jetzt gleich machen. Ich darf kurz vorstellen, Professor Dr. Bernhard Dotzler studierte neuere deutsche Literaturgeschichte, Philosophie, Linguistik und Kulturwissenschaft in Freiburg, Siegen, Bochum und Berlin. 1995 wurde er mit der Dissertation Papiermaschinen, Versuch über Communication und Control in der Literatur und Technik an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert. Im Jahr 2004 folgte die Habilitation. Ende 2004 dann die Berufung auf den Lehrstuhl für Medienwissenschaft hier an der Uni Regensburg. Er arbeitete als Referent in der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates, als wissenschaftlicher Assistent am Institut für deutsche Sprache und Literatur sowie Projektleiter am SFB FK427, Medien und kulturelle Kommunikation der Universität zu Köln ist es. Außerdem als Visiting Lecturer an der University of Cambridge und als Forschungsdirektor für Literatur und Wissenschaftsgeschichte am Zentrum für Literaturforschung Berlin. Und im Winter 2010 war er Visiting Cate Professor an der University of California. 2018 Charlotte M. Craig Distinguished Visiting Professor an der Rutgers University. So. Jetzt sind wir sehr gespannt. Fotografie als Verhüllungskunst, darf ich ja schon verraten, ist der Titel und darf Professor Bernhard Dotzler auf die Bühne bitten. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Martin, für die nette Einführung. Jetzt wissen meine Studierenden auch mal, wer ich bin. Das kann ja nie schaden. Ich will vorneweg um Verständnis bitten und mein schlechtes Gewissen durchaus öffentlich machen, dass ich, aber Martin hat es vielleicht irgendwann schon erwähnt, dass es sonst nicht meine Art ist, nur zum eigenen Vortrag zu erscheinen, aber dass das diesmal halt den Umständen geschuldet von mir lieber so gehandhabt wird. Wir sind zusammengekommen und ich ja eben nur für diese kurze Stunde, um der, wie es im Konzept zu diesem Festival heißt, Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder nachzuspüren. Und da dachte ich, dass es vielleicht nicht verkehrt ist, auch einmal daran zu erinnern, erstens, wie lange die Bildfrage und die Frage einer eigenen Bildkritik schon im Raum steht und das nicht nur in der Tradition von Kunstgeschichte, Ikonografie und Ikonologie, sondern auch im Namen einer erweiterten eigenen Bildwissenschaft. Das geht schon einige Jahrzehnte inzwischen. Und ein Verdacht, der in diesem Zusammenhang laut wurde, war und ist der, zweiter Punkt, an den ich erinnern möchte, dass die Hochmodernität unserer überbordenden Bilderwelt neben dem außer Rand und Band geraten der Bilder womöglich auch durch einen Entzug der Bilder gekennzeichnet sei. So wurde es 1994 in einem Buchtitel, den Sie hier schon die ganze Zeit sehen, zu einem Buchtitel,
Und so konnte man es aber auch einem SZ-Artikel entnehmen, der unlängst, vor circa 2 Wochen, dem 10-jährigen Bestehen von Instagram gewidmet war. Sehr deutlich, obgleich nur zwischen den Zeilen, war oder ist diesem Artikel zu entnehmen, dass die auf circa 1 Milliarde sich belaufenden Instagram-User dort weniger die Bilder sehen, als vielmehr Lifestyle, Foodporn, BCD-Promis und Reiseziele. Dies, wenn man es denn für nötig fände, einer Kritik zu unterziehen, wäre eine Sache für sich. Es stellt aber doch jedenfalls vor die Frage, was denn ein Bild überhaupt als Bild hervortreten lässt. Und eine Antwort, die mir zumindest als Hypothese in den Sinn kam, ist die, dass ein Bild eher als durch ein Zeigen, durch einen Moment der Verhüllung sichtbar wird. Zumindest hat mich zuletzt eine sehr schöne Kooperation mit Katharina Mayer, die ja schon gesprochen hat und auch irgendwo hier sitzt, auf diese Idee gebracht. Und das Ergebnis wird in Bälde, nämlich ab November, auch hier zu lesen sein. Und auch darauf hat Katharina ja schon mal hingewiesen und ein bisschen Werbung gemacht. Und diese Kooperation hat mich also dazu gebracht, erst einmal, also überhaupt diese Idee zu entwickeln, wie viel Verhüllung ist eigentlich bei einem Bild, um es als Bild sichtbar werden zu lassen im Spiel. Und das wiederum hat mich dazu gebracht, erst einmal viel allgemeiner über die Verhüllung an sich nachzudenken, worüber ich nun also zu Ihnen sprechen will in 13 Paragraphen. Paragraph 1. Das Wesen der Verhüllung scheint naturgemäß vorab der Entzug oder zumindest das Vorenthalten eines Wesentlichen, eben dessen, was sie verhüllt. Paragraph 2. Das Wesen der Verhüllung ist darin mehr noch das Versprechen von Wesentlichkeit. Viele, Paragraph 3 von Katharina Mayers Arbeiten, haben mit diesen beiden Aspekten, einerseits Vorenthalten von etwas Wesentlichem, andererseits dadurch aber gerade erst evozieren, dass da etwas Wesentliches sein könnte, haben mit beiden dieser Aspekte der Verhüllung zu tun. Ich greife nur eine Arbeit heraus, das Sister Fries von 2000-2001. Dieses Bild erinnerte mich an die verbotene Reproduktion, wie Magritte sie malte. Eine Figur steht mit dem Rücken zum Betrachter vor einem Spiegel. Dass es sich um einen Spiegel und nicht um ein Gemälde im Gemälde handelt, legt das Buch rechts unten auf dem Sims, auf dem auch der Spiegel steht, nahe. Als gedrucktes Buch verkörpert es den vormaligen Inbegriff technischer Reproduzierbarkeit, wie nachmals die Fotografie es wurde. Man kann es als eine französische Ausgabe von Poe's Narrative of Arthur Gordon Pym erkennen. Ebenso erkennt man die Spiegelschrift in seinem Spiegelbild. Erkennbar also ein Spiegel. Nur die Figur vor dem Spiegel sieht darin, wie deshalb auch der Betrachter, keineswegs ihr Gesicht, sondern eine Verdoppelung ihrer Rückenansicht. Innerhalb des Bildes geschieht also, dass eine Figur sich sieht, wie sie sich niemals sieht, selbst mit Hilfe eines Spiegels nicht. Außerhalb des Bildes sieht der Betrachter nur noch einmal die Rückenfigur, die er auch ohne Spiegel ohnehin sieht. Ihr Gesicht, auch ohne jede Draperie, bleibt verborgen, verhüllt. Denken wir, Paragraph 4, kurz über das Ver, die Vorsilbe Ver, in verhüllt nach. Dieses Ver ist eine so häufige wie daher kaum auf eine Regel, eine übergreifende Bedeutung oder Funktion zu bringende Vorsilbe. Dennoch wird sie tendenziell eher als ein etwas in sein Gegenteil, seine Negation oder seine Tilgung verkehrendes Präfix eingeschätzt.
zum Beispiel Brauch, Gebrauch und Verbrauch. Oder man kann etwas achten oder verachten. Man kann etwas tun, aber auch seine Zeit etwa vertun. Wohingegen, dass jemand sich tut, wohl als ungewöhnliche, aber im Notfall verständliche Ausdrucksweise gelten müsste, während sich zu vertun einem jedem und einer jeden geläufig sein dürfte. Für unser Sprachgefühl, notierte schon Fritz Mautner, Sprachphilosoph von der vorletzten Jahrhundertwende, für unser Sprachgefühl indiziert ver das Verschwinden oder das Zugrundegehen, das Beseitigen oder zugrunde richten, und das mit dem Erfolge, dass der Hörende diese Empfindung schon gewinnt, sobald nur die Vorsilbe ausgesprochen worden ist. Es ist ver, erzeugt sofort die Erwartung, dass etwas verschwunden oder verloren sei, und das folgende Stammwort gibt nur noch die nähere Art des Verschwindens oder Verlierens an. Dabei lassen sich teils dem direkt widersprechende, teils einfach anders gelagerte Beispiele leicht finden. Verstand soll nicht das Schlechteste sein. Eine Vervielfachung ist gewiss keine Auslöschung. Verbindlichkeit gilt als Tugend. Wie bei Verbindung kann die Vorsilbe auch besagen, dass das im Stammwort Angezeigte dadurch überhaupt erst entsteht. Wie also kann oder hat man Verhüllung zu verstehen? Denn es gibt zwar das Verb hüllen, auch für sich allein, zurückgehend auf Althochdeutsch hullan. Als Beispiel liefert das Wörterbuch Blumen in Zellophan hüllen. Aber in dieser Form ist der Ausdruck zum einen weniger gebräuchlich als in seiner präfigierten Variante, mit der er zum anderen so gut wie bedeutungsgleich ist. In Papier gehüllte Blumen, um das Beispiel abzuwandeln, da Zellophan ja durchsichtig ist, in Papier gehüllte Blumen sind eingehüllt, umhüllt, verhüllt. Dem Verhüllen und der Verhüllung fehlt gewissermaßen ein ihm oder ihr gegenüberstehendes Positivum, wie die Achtung gegenüber der Verachtung. Auch das positive Stammwort hüllen allein benennt einen negierenden Akt, will sagen, auch ohne Ver ist fast jede Hüllung schon Verhüllung, bewirkt also ein Verschwinden, das nur durch Enthüllung wieder in das Gegenteil des Erscheinens oder der Erscheinung umgekehrt werden kann. Ich spreche ein bisschen abgehackt, weil ich kaum Luft bekomme. Und wenn ich huste, ist es nur Raucherhusten. Paragraph 5. Es kann aber die Verhüllung auch bedeuten, dass etwas durch sie überhaupt erst, Dankeschön, macht aber die Maske so nass. Also, Paragraph 5. Es kann die Verhüllung auch bedeuten, dass etwas durch sie überhaupt erst entsteht. Das führt zum Beispiel ein weiteres Bild von Margrit vor, das Bildnis zweier Frauen, die eine sitzend auf einer Bank oder Truhe, die andere hinter ihr stehend. Es nennt sich die Hörner des Begehrens und man sieht auf den ersten Blick, warum das Begehren hier betrogen heißt. Es sind ja die beiden Frauen nicht wirklich im Bild, nur ihre Kleider als leere Hüllen. Die aber genügen, um zum Begehren von dem zu sprechen, wofür sie Verhüllung sind. Jetzt schon abwenden. Würze. Der Verzehr, wie Sie alle erkannt haben, der Verzehr der verbotenen Frucht vom Baum, der klug macht, lässt Adam und Eva ihre Nacktheit erkennen, und diese wiederum lässt zugleich die Feigenblätter zum willkommenen Mittel der Bedeckung geraten. So erzählt es der Mythos vom Sündenfall. Er erzählt damit aber auch, dass die Verhüllung und die Nackt als Unverhülltheit ein und demselben Moment angehören. Und sie waren beide nackt, heißt es zwar vorher schon,
aber mit dem bezeichnenden Zusatz: und sie schämeten sich nicht. Erst als Enthüllte entsteht die Nacktheit, die man verhüllen muss. Was also Nacktheit, Unverhülltheit heißt, ist eine Funktion der Verhüllung und nicht umgekehrt. Eher selten, wir sind schon bei Paragraph 7, kommt daher der Akt in der Kunst ganz ohne irgendein zumindest partiell verhüllendes Accessoire oder eine teilverhüllende Geste oder wenigstens die Andeutung einer möglichen Verhüllung oder schließlich den Schleier mythisch-allegorischer Aufladung aus. Gegenbeispiele gibt es ein paar, etwa Michelangelos überragenden David und einige typischerweise männliche antike Skulpturen. Oder es könnten Gegenbeispiele auch die Akte eines Modigliani sein, nämlich die, welche die nackte Frau wie auf einem Präsentierteller darbieten. Aber neben der ganzen Reihe der Marksteine der Aktmalerei, wie der Venus eines Giorgione, Tizian und Tintoretto oder Manets Olympia, ist das spezifische Vorbild für Modigliani, der vermeintlich die Nackten so nackt und ohne jeden Verhüllungsgestus zeigt, ist das spezifische Vorbild dieser Bilder zweifellos Goyas Maya Desnuda, die allein schon empirisch, wie sie nämlich im Prado gehängt ist, die Maya Desnuda, die allein schon empirisch ohne die Maya Vestida nicht zu denken ist. Beide Augen sind geöffnet und auf den oder die Betrachterin gerichtet. In Blick und Pose ist schon die bekleidete Maya wie nackt, wenn anders ihr Mienenspiel sagt: ich weiß, wie du mich ansiehst. So oder so, nackt wie bekleidet, ist dieser Leib in seiner Präsenz und Präsentation auf einen gewissen Voyeurismus des Betrachters ausgerichtet. Diesem aber antwortet umgekehrt gerade die nackte Maya: und nun, was siehst du denn nun? Die Venus in mir sind aber dann nicht, wie einst bei Diana, die sichtbaren Reize, mein dichtester Schleier. Denn doppelt, einmal bekleidet und einmal nackt, wie einiges später beispielsweise auch Helmut Newtons Sie kommen, Dressed and Naked, soll nämlich sehr viel früher bereits Praxiteles seine knidische Aphrodite geschaffen haben. Nur die nackte Version ist bezeichnenderweise überliefert, aber nicht umsonst zum Urbild der Venus Pudica in all ihren Variationen geworden. Auch eine Artemis, eine Diana, geht auf Praxiteles zurück, bekleidet natürlich, wie man etwa an der Dresdner Artemis in Augenschein nehmen kann. Denn ihre Keuschheit ist ebenso legendär im Wortsinn wie ihre Anrufung als Agrotera, die Jägerin. Diana und Venus waren die allergegengesetztesten unter den himmlischen Göttergestalten, notierte Karl Philipp Moritz. Gerade daraus bezieht aber ebenso jene Episode der unverhüllten Artemis, jene Geschichte vom Bad der Diana, die Unerhörtheit, die Pierre Klosowski sowohl illustrativ als auch meditativ reflektiert hat. Diana, nachdem die Nymphen ihr geholfen haben, sich zu entkleiden, schreitet auf das Gewässer hin, erhaben in ihrer Nacktheit. Doch dieser Nacktheit verleiht erst der befleckende Blick eines sterblichen Mannes, der Blick Aktaions, endgültig Form, während sie gleichzeitig Diana nur umso gründlicher verhüllt, als ihre sichtbaren Reize nichts als den dichtesten Schleier ihrer Göttlichkeit bedeuten. So bleibt sie doch unerkannt. Und hätte Aktaion sein Ziel auch erreicht, bliebe immer noch das Verhängnis der Unmöglichkeit, davon berichten zu können. Unüberwindbarer als alles sonst verhüllt sie Diana, wie Aktaion sie sah. Diana straft oder rächt sich an Aktaion, dass er sie voyeuristisch nackt gesehen hat.
nämlich dadurch, indem sie ihn in einen Hirsch verwandelt, buchstäblich und für immer also so sprachlos macht, wie vielleicht schon ihr Anblick und im Moment seiner Verwandlung, so sprachlos wie vielleicht schon ihr Anblick, und dadurch, dass sie ihm im Moment seiner Verwandlung die Erlaubnis erteilt. Si poteris narrare licet. Unschwer entdeckt man darin zugleich die Provokation und die Ironie. Erzähle jetzt, du habest mich gesehen, nachdem ich meine Hülle habe fallen lassen. Wenn du es kannst, steht es dir frei. Und die Provokation, sag es doch, beschreib die Unverhülltheit, die Nacktheit der Diana, beschreib meine Reize, das ist es doch, was du willst, was deinesgleichen gerne wissen möchten. Die Ironie eben, wenn du es kannst, da er ja gerade zum Hirsch geworden ist, steht es dir frei. Paragraph 9. Solange es sich freilich um Skulpturen im strengeren, von der Plastik zu unterscheidenden Sinne handelt, ist umgekehrt mitzubedenken, dass sie gleich viel, ob verhülltes oder unverhülltes ihr Gegenstand ist, per se eine Enthüllung, nämlich der aus dem Material, sich verdanken. Zumindest nach der wirkmächtigsten Kunstphilosophie, die ein Michelangelo auf diese Verse brachte: Der beste Meister kann kein Werk beginnen, das nicht der Marmor schon in sich umhüllt. Das Werk hervorzubringen, ist dann, mit Erwin Panofskis Worten, nur noch ein Prozess, durch den die Gestalt der Skulptur aus dem widerstrebenden Stein befreit wird. So wäre die Materia, der Stein, als Widerstrebende gleichsam selber Pudica. Und die aus ihr enthüllte Figur würde zwar sichtbar machen, was sie verbarg, gerade dadurch aber ihrerseits nachgerade doppelte Verhüllung sein, ars adeo latet arte sua, und seine Kunst und die Kunst verbarg seine Kunstfertigkeit, wie Ovid es für Pygmalion formulierte, Verhüllung der Künstlichkeit wie der Kunstfertigkeit. An eine andere antike Szene, Paragraph 10, erinnert Magrits Bild an sich. Auch dieses Bild an sich denkt über das Thema Verhüllung nach und greift dazu auf die wohl berühmteste aller Malerlegenden zurück. Man sieht im Umriss eines zurückgezogenen Vorhangs den für Magritte notorischen Wolkenhimmel, die reine Transparenz des Bildes auf die in ihm nachgeahmte Natur. Links und rechts davon je ein Vorhang mit gleichem Umriss. So stehen hier die Perfektion eines Zeuxis und die eines Parrhasios nebeneinander. Darum, und nicht nur in Anspielung auf Kant, das Bild an sich. Denn sie alle kennen die Geschichte, Parrhasios und Zeuxis, die damals in der Antike besten Maler ihrer Zeit, traten gegeneinander im Wettstreit an, wer denn nun von den beiden der Bessere sei. Und Zeuxis malte ein Bild mit Weintrauben, an dem dann die Vögel pickten, so naturgetreu war es ihm gelungen. Er selber aber tritt dann an das Bild des Parrhasios heran und versucht, den Vorhang, das Tuch, das vor diesem Bild zu entfernen, nur um merken zu müssen, dass genau dies das Bild war und er als Mensch und nicht nur die Vögel bei den Trauben, also auf den Realismus, die Darstellungskunst von Parrhasios hereingefallen ist. Das heißt, bei Parrhasios, die vermeintliche Verhüllung ist das Bild. Es hat keinen anderen Gegenstand als allein diese seine Oberfläche des gezeigten Tuchs. Es suggeriert die Idee der Verhüllung, die es zugleich durchkreuzt. Es zeigt die Verhüllung an sich, indem es kein dahinter und kein darunter gibt, und zeigt sie als Nichtverhüllung, weil es kein darunter und kein dahinter gibt.
Malen heißt das mit einem berühmten Satz von Foucault über Magritte: Malen ist nicht behaupten. Und so, Paragraph 11, die Kunst überhaupt. An den Bildkünsten aller Art, Zeichnen, Malen, Bildhauen, Fotografieren, Filmen, tritt das nur deutlicher hervor als an jeder Wortkunst. Bei der Wortkunst meint man immer, das sind natürlich Behauptungen. Bei Bildern würde man nicht per se sagen, das sind Behauptungen, sondern sagen, da wird etwas gezeigt. Aber natürlich behaupten auch irgendwelche Dramenverse und Gedichte nicht wirklich etwas. Insofern tritt das an der Bildkunst, dass Malen nicht behaupten ist, dass Kunst keine Behauptung ist, kann sie auch sein, aber ist sie nicht essentiell, tritt an Bildern deutlicher hervor als an Worten. Insofern ist es richtig zu sagen, Kunst sei, was Bilder, Töne, Texte und Vorstellungen liefert, nicht Gründe. Falsch ist aber, ihr deshalb eine verschleiernde Seite, auf die sie nicht verzichten kann, zu attestieren. Echte Kunst, so sehr das Epitheton echte Kunst dazu tendiert, eigentlich einer banausischen Kunstauffassung anzugehören, echte Kunst, sage ich dennoch, verdient nur genannt zu werden, was die Augen öffnet, was etwas zeigt. Echte Kunst verschleiert nicht, sondern entschleiert. Vielleicht aber gerade verhüllenderweise. So wäre noch zu erproben, können wir anschließend gerne gemeinsam erproben, diskutieren, überlegen, wäre also zu erproben, wie weit die These reicht, sicher nicht unendlich weit, die These, Kunst ist Verhüllung, sonst nennte sie ja einfach Gründe für das, was sie sagen will. Paragraph 12, diese These, sicher nicht haltbar in dieser Allgemeinheit, in der ich sie hier formuliert habe, wirft zumindest ein interessantes Licht auf die alte Frage der Fotografie als Kunst. Ihr Kunstanspruch steht als solcher steht schon lange außer Frage, und zwar schon länger, als er je angezweifelt wurde. Dennoch, solange man nicht gänzlich von jedem emphatischen Kunstbegriff lassen will, bleibt auch ein Gefälle zwischen Fotokunst im Besonderen und Fotografie im Allgemeinen bestehen. Aufgrund ihrer technischen Eigenschaften, ihr Dynamit der Zehntelsekunden, hat Walter Benjamin der Fotografie die Funktion einer Enthüllung des optisch Unbewussten zugesprochen. Wie die vielen schreitenden Akte eines Edward Muybridge es belegt hatten, gerade zu Benjamins Zeiten, so notierte auch Benjamin, ist es schon üblich, dass einer beispielsweise vom Gang der Leute, sei es auch nur im Groben, sich Rechenschaft gibt, so weiß er bestimmt nichts mehr von ihrer Haltung im Sekundenbruchteil des Ausschreitens. Die Fotografie erschließt sie ihm. Das unterscheidet sie von der Malerei, sei es beispielsweise Duchamps Akt eine Treppe herabsteigend oder Richters Emma. Aber dann ist da auch das Beispiel der Nude Descending Staircase von Guillaume Millie. Wie die Chronofotografien von Muybridge erschließt das Bild den Vorgang des Schreitens. Wie das Vorbild Duchamps überblendet es ihn aber zugleich zu einem, wie Duchamp seinen Akt nannte, Diagramm dieses Vorgangs. Die per se verhüllende Kunst agiert als Enthüllung, indem sie etwas zeigt. Die per se enthüllende Fotografie adaptiert hier ein Moment der Verhüllung, eben dieser Schleierhaftigkeit, die durch die Überlagerungen entstehen, um Kunst zu sein. Im Unterschied zu Muybridges eher labormäßig experimentell angefertigten Aktstudien und Schreitstudien. Und dazu noch eine letzte Überlegung im Paragraph 13, nämlich zu Laila Esaidis Grand Odalisque von 2008. Diese Arbeit von Lala Esaidi, und das ist eine ganze Serie von Arbeiten, Les Femmes du Maroc, appropriiert
genau das, was wir vorhin bei Mili schon gesehen haben, nämlich eine, wie soll man es nennen, Verwandlung oder eine Nutzung des Mediums Fotografie in künstlerischer Weise, indem sie mit Momenten der Verhüllung arbeitet. Diese Grande Odalisque also appropriiert dieses Prinzip, und zwar fast, als sollte es auch hier zu der nackten Odalisque von Ancre, zu dieser nackten auch eine bekleidete Gegenfigur geben. Zwei Jahrzehnte vor dieser Arbeit waren dem die Guerilla Girls mit, waren diesem Ansatz von Esaidi die Guerilla Girls mit einem Plakat vorangegangen, auf dem die Odalisque von Ancre eine Gorilla-Maske trägt und das mit Verweis auf die Bestände des Metropolitan Museum of Art, weniger als 5% Frauen unter den vertretenen Künstlerinnen, aber 85% der Nudes weiblich, indem sie angesichts dieser Tatbestände also die Frage stellt: Do women have to be naked to get into the Met Museum? Esaidi ergänzt diesen Protest um eine Perspektive der arabischen Frauenemanzipation. Ihr kann der Widerstand gegen eine kulturelle Verpflichtung auf Nacktheit schwerlich genügen. Sieht sich ja eher mit einem Enthüllungsverbot konfrontiert. Vielmehr steht deshalb die Gegenfrage nach dem kulturellen und sogar juridischen Zwang zur Verschleierung nicht minder auf ihrer Agenda. Die Frauen von Marokko greifen diese Agenda auf, indem sie zwei Traditionen des Islam miteinander verknüpfen: die der den Männern vorbehaltenen Kalligraphie und die der den Frauen gebotenen Verschleierung und ihrer Bemalung mit Henna. In den Texten, die wir alle hier nicht lesen können, nicht nur der Reproduktion wegen, sondern weil wir der Sprache vermutlich, also ich definitiv nicht mächtig bin, mit Sicherheit die wenigsten im Raum, aber diese Texte, die man da lesen könnte, erzählen die Frauen ihre eigene Geschichte. Auch tragen sie sie selbst auf, soweit möglich, auf ihre eigene Haut und die Tücher, die sie umhüllen. So geraten die Schleier zum Angriff, weil sie ja kalligraphisch gestaltet sind, so geraten die Schleier zum Angriff auf eine Männerdomäne und zur selbstbestimmten Verhüllung. Zudem lässt nun ihre fotografische Inszenierung die Schrift auf Haut und Tüchern mit der Ornamentik im Hintergrund beinahe eins werden. So entsteht sowohl der Effekt einer gewissen Transparenz als auch der einer undurchdringlichen Flächigkeit, die sich so wenig durchbrechen, entfernen oder lüften lässt wie der Vorhang des Parrhasios. Auf diese Weise stellt Esaidi der Odalisque von Ancre nicht einfach eine bekleidete Odalisque gegenüber, sondern ein komplexes Spiel aus Transparenz und Verhüllung, gewissermaßen eine Verhüllung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für gemeinsames Überlegen zur Verfügung. Dankeschön.